Hallo zusammen, ihr möchtet wissen, wie ich einen modernen Adventskranz für 0 Euro gebastelt habe, der zu meinem modernen Scandi-Weihnachtsbaum passt, den ich letztes Jahr gebaut habe? Dann bleibt doch dran, das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Flying Inspiration. Mein Name ist Patrick und hier auf diesem Kanal zeige ich euch Videos rund um das Thema DIY, Makeover und Renovierung. Falls euch diese Themen interessieren, könnt ihr euch gerne hier unten abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Wie ich euch schon gesagt habe, zeige ich euch heute, wie ich aus Restholz und Restbastelbeständen für 0 Euro einen modernen Adventskranz gebastelt habe, der perfekt zu unserem Scandi-Weihnachtsbaum passt. Diesen kann ich euch nochmal einblenden. Falls euch das interessiert, wie ich den Weihnachtsbaum gebastelt habe, verlinke ich euch das Video gerne in der Infobox. Aber jetzt genug gelabert, Editor, roll the tape. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich einiges an Holz, das ich in den Jahren gesammelt hat. Also bestand nicht die Notwendigkeit, unbedingt welches zu kaufen. Ich musste es mir nur zurechtschneiden in der Länge, in der ich es haben wollte. Das ging auch recht flott, da ich eine Tischkreissäge habe. Das geht auch mit einer handelsüblichen Stichsäge. Nachdem ich meine sauberen Holzlatten hatte, habe ich 12 Stück a 4 cm breit mal 30 cm lang mit der Kappsäge geschnitten. Jetzt musste man sie nur noch schleifen. Dazu eignet sich 120er Schleifpapier, aber geht natürlich auch mit einem Schleifpapier, das weicher ist. Für den restlichen Verlauf braucht ihr folgendes: 12 Latten, Kerzenhalter für Adventskranz, 4 Kerzen, Sprühlack bei Bedarf, Heißkleber und Holzkleber. Ich habe dann die Holzlatten auf den Tisch gelegt, ein Dreieck daraus geformt und ein anderes Dreieck verkehrt rum. Das sieht dann aus wie ein Davidstern. Dies wiederholt ihr 4-mal, bis ihr 4 Ebenen habt. Danach dreht ihr die Dreiecke von unten aus in eine beliebige Richtung, bis ein dichter Kranz entsteht. Danach nehmt ihr den Holzleim und fängt mit der unteren Ebene an, die Hölzer miteinander zu verkleben. Damit ich nicht jedes Holzstück extrem hochheben wollte, habe ich den Holzkleber auf einen Spachtel und konnte somit die Hölzer leichter verkleben. Über Nacht trocknen lassen und mit etwas wie zum Beispiel Laptop beschweren. Danach ging es ans Dekorieren. Die Kerzenhalter habe ich schwarz gesprayt und von einer Freundin hatte ich noch Dekomoos mit Tannenzapfen und Strohkugeln. Die Adventskranz-Kerzenhalter und die restliche Deko habe ich dann mit Heißkleber befestigt. Damit die Tannenzapfen und Kugeln besser in das Farbmuster passen, habe ich alles in Mattgold gesprayt und muss sagen, kam sehr gut raus. Und auch wieder alles aufkleben und that's it. Ich hoffe, der Adventskranz gefällt euch. Mir gefällt er sehr gut. Ich finde, er ist auch sehr filigran und modern geworden. Er würde auch zu jedem schlichten Hausdekor passen. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir einen kleinen Daumen nach oben lässt und einen Kommentar. Das motiviert mich immer sehr
um neue Videos zu drehen. Ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da poste ich öfters Content über Interior Design, wenn euch das gefällt. Verlinke ich euch natürlich auch meinen Account unten in der Infobox. Falls man sich dieses Jahr nicht mehr sieht, wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest und natürlich ein gutes neues Jahr, das hoffentlich besser wird als dieses Jahr 2020. Macht es gut, bleibt gesund und bis bald. Euer Patrick.